Hallo Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier auf meinem Kanal beziehungsweise dieser Playlist, wo es ja rund um die Themen Herrendüfte gehen soll. Mein heutiger Duft des Tages am 9. Februar 2021 ist ein Duft, der ebenfalls sehr, sehr neu in meiner Kollektion ist. Und es ist auch ein sehr femininer Duft. Die Rede ist heute von dem Mio Mio von der namigen Firma Mio Mio. Und ich muss sagen, ich habe gerade gesagt, es ist ein femininer Duft. Er ist sehr leicht, da ist Maiglöckchen zum Beispiel drin und so weiter. Sehr florale, aber auch pudrige Noten nehme ich wahr. Ich habe nur zwei Sprühstöße genommen und es ist ein wunderbarer Nebel, der auf eure Haut bzw. Kleidung kommt. Er sprüht nicht so stark raus. Er ist eher wie Dior Sauvage vom Zerstäuber, vom Sprühkopf her. Und das heißt, ihr habt eine richtige Nebelwolke, die sich quasi auf die Stelle legt, wo ihr euer Duft auftragen wollt. Und somit verbreitet sich der Duft sehr, sehr angenehm. Und ich muss auch sagen, er ist jetzt, ich habe ihn vor 5 Minuten aufgesprüht, sehr präsent und ich bin gespannt, wie hier die Haltbarkeit und natürlich auch die Performance ist. Ich habe ihn heute mal etwas näher im Betracht bzw. im Auge und werde euch demnächst natürlich in einem ausführlichen Review sagen, wie der Duft sich verhält. Ja, das war mein Duft des Tages heute. Ist es der Mio Mio von Mio Mio? Und ja, was trägst du heute? Schreib es mir wie immer unten in die Kommentare. Ich bin gespannt, diese zu lesen. Mehr gibt es nicht zu sagen. Also danke fürs Einschalten. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr wieder einschaltet. Und wir sehen uns dann spätestens morgen am Mittwoch, den 10. Februar 2021. Bis dahin, habt einen schönen, entspannten Tag. Beste Grüße, euer TK.